Und inmitten dieses sehr düsteren Waldes / Sumpfes begrüße ich euch hiermit zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Eines der Kinder... Ertrunkene, okay, die haben mich jetzt überrascht. Shit. Eines der Kinder, das bei der Oma lebt, hat uns von einem gewissen Hansi berichtet, von dem allerdings die Oma überzeugt ist, dass er reine Fiktion ist. Ob dies nun der Wahrheit entspricht, wissen wir nicht, werden wir jetzt wohl herausfinden. Deswegen werden wir erst einmal den Sumpf hier durchstöbern müssen nach... Oh nein, ja. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Shit. Okay, dann versuchen wir es gleich noch einmal. Ich habe gerade einen sehr beschissenen Start hingelegt. Und mich direkt zweimal von denen hauen lassen. Aber ja, gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich die trotzdem noch einigermaßen gut wegkriege. So, vorsichtshalber ein bisschen ausweiche. Ich werde vorsichtshalber alle diese Ertrunkenen erledigen. Yo. Alter, da hat sich ernsthaft noch einer unterm Wasser... Ey. Was war das denn jetzt? Boah, das war jetzt sehr glücklich. Oh. Fuck you, fuck you. Okay. Ich vergesse auch immer, dass ich mit R2 die Zauber eigentlich auslöse. Es gibt auch gerne mal so Situationen, wo ich dann auf einmal die falsche Taste drücke und L2 statt R2 drücke. Und dann so denke, hä, warum geht denn das nicht? So ein bisschen weniger ausweichen, dann lädt sich auch meine Magie schneller auf. Gut. So, jetzt aber. Ich finde die Musik gerade übelst geil. Nicht schlecht. So, ich nehme noch eine Honigwabe zu mir. Ich meine mich eben zu erinnern, dass ich die sowieso auf der Reuseninsel farmen kann ohne Ende. Deswegen, vielleicht werde ich dort der Insel mal einen weiteren Besuch abstatten, bei nächster Gelegenheit. Und mir mal ein bisschen was zum Heilen dort holen. Oh ja, sehr gut. Stimmt, sehr gut. Läuft doch sehr gut. Alles klar. Ist da hinten vielleicht noch ein Ertrunkener? Eine Leiche? Ja, eine Leiche ist hier, aber keine, die ich rufen kann. Leider. Oh. Was ist denn da? Eisenbarrenschnur? Oh. Okay, es gibt hier noch einige Ertrunkene, wie es scheint. Hier scheine ich in der Nähe von Hansi zu sein. Und stirb. Okay, ein Wasserball. Oh, scheiße. Oh, nee, ne? Okay. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Wo der wieder hinläuft. Nein. Oh, fuck. Alter, fuck you. Stirb. Oh. Boah, das war jetzt richtig knapp. Das hätte jetzt eigentlich mein Tod sein sollen. Richtig Schwein gehabt. Okay. Kurz eine Verschnaufpause gönnen. Einmal abspeichern vielleicht. Wäre auch nicht schlecht. So. Hallo. Nein. Oh, das war... Boah, das war so knapp, wie es knapper nicht hätte sein können. Wasserweib. Boah, nice. Dem Wasserweib noch ausweichen. Ausgeglichen. Stirb, du dumme. Oh. Dummes irgendwas. Okay. Na, ich weiß nicht. Boah, der Schaden hat gesessen. Das war jetzt mal ein schwerer Angriff, den ich eher aus Versehen. Nein! Oh, what the fuck? Jetzt habe ich X gedrückt, um auszuweichen, und der hat nichts gemacht, der Geralt. Leicht merkwürdig, muss ich zugeben. Okay. Na? Will das Wasserweib auf einmal nichts mehr mit mir zu tun haben, oder was? Bin ich eine zu schwere Beute, hä? Boah. Du Schlampe, du.
Na, warte. Ich hab's erfasst. Greif doch mal an hier! Mann! Wenn du nichts machst, dann mach ich halt was. So, was hast du Schönes? Herzogswasser, Giftextrakt, Wasserweibzahn. Wunderbar. Wird sich garantiert in der Alchemie verwenden lassen. Wenn Hansi so echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Ja, da sehe ich schon mal welche. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. So, folge Hansis Fußspuren mit Hilfe deiner Hexersinne. Gut. Ich hoffe nur, dass ich hier jetzt keinen weiteren Ertrunkenen begegne. Oder Wasserweibern. Ertrunkene sind ja nicht so schlimm. Wasserweiber sind da schon etwas härter. Schlägt aber ganz schön zickzack, der Junge. Ja, okay, jetzt wird es ein bisschen direkter. Der Weg. Das da will ich mir erst einmal holen. Ich weiß, die Fußspuren führen gerade leicht woanders hin. Da. Die Spuren führen zu einem Bau. Was da wohl drin ist. Hansi rufen. Wenn da jetzt gleich ein Hase rausgehoppelt kommt, dann... Hansi? Wow. Avatar? Hab keine Angst. Sieht aus wie aus dem Film Avatar. Booker? Ein Lutin? Schüttelkopf. Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Kannst du nicht reden? Warum nicht? Dachte ich mir. Du lebst hier? Ganz stolz. Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Nö. Scheinbar nicht. Sehr selbstbewusst, die Kreatur. Ich weiß nicht, ein Göttling, was ist das? Klingt auf jeden Fall sehr verniedlicht. Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst, ich tue keinem von ihnen was. Sieht auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Es ist ein kleines Kind mit dem Gesicht eines alten Mannes oder einer alten Frau. Ja. Was ist los? Kannst du nicht reden? Warum nicht? Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Okay. Soll ich nochmal... Ja, anscheinend soll ich ihm folgen. Ich werde jetzt nicht noch groß nachfragen. Ich habe wohl keine Wahl. Nein, hast du nicht. Nice. Hansi, Charaktereintrag hinzugefügt. Okay, das werde ich mir jetzt aber allerdings gleich durchlesen. Annabelle, Hansi. Als die Kinder auf der Lichtung im Sumpf Geralt zum ersten Mal von Hansi erzählten, hatte der Hexer allen Grund anzunehmen, dass es eine solche Person nicht gab. Es war kaum zu glauben, dass jemand an so einem unwirtlichen Ort wohnen konnte, ohne sofort von Ertrunkenen oder Wasserweibern gefressen zu werden. Deshalb hielt Geralt Hansi lediglich für die Erfindung von kindlichen Fantasien, für einen imaginären Freund der einsamen Waisen. Allerdings wusste er aus jahrelanger Erfahrung, dass er keine noch so kleine Spur ignorieren durfte, deshalb machte er sich im nahegelegenen Sumpf auf die Suche nach Hansi. Wie sich herausstellte, hatten die Waisenkinder nicht gelogen. Hansi gab es wirklich. Er war kein Menschenkind, sondern ein Göttling und gehörte zu einem der seltenen Völker, die in der Wildnis des Festlands lebten. Leider hatte Hansi aus Gründen, die er nicht erklären konnte, seine Stimme verloren und konnte deshalb Geralts Fragen nicht beantworten. Okay, ich hatte jetzt eigentlich eher gehofft, dass ich irgendetwas über das Volk der Göttlinge herausfinden könnte. Ah, Bestiariums-Eintrag Göttlinge. Okay. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall angucken. Hybriden? Nee, Greifen, Harpieren, okay.
Nekrophagen. Ja, da werden die Göttlinge ja wohl kaum sein. Trauerschnepfe. What the fuck? Okay. Oh, nein, 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 nein. Bestien weg, Nekrophagen weg, Relikte, Göttlinge. Vor nicht allzu langer Zeit tummelten sich in der Gegend viele Wächtergeister um ländliche Weiler. Heute ist es fast unmöglich, einen Wichtel, Bucker oder Lutin zu sehen. Und Göttlinge sind immer die Ersten, die verschwinden. Das ist der Preis der voranschreitenden Zivilisation. Aus dem Vorwort von Die Welt, die wir verloren haben, von Professor Dorregaray. Dorregaray. Ich versuche die Sachen jetzt auch mal ein kleines bisschen deutscher auszusprechen und nicht immer es so zu verenglischen. Göttlinge werden manchmal auch mit Lutin verwechselt. Sie sind Waldwesen, die in Höhlen und moosbewachsenen hohlen Baumstümpfen am Rande menschlicher Siedlungen wohnen. Sie erinnern von ihrem Aussehen und Verhalten an Kinder und treiben genau wie auch Kinder gerne allerlei Schabernack. Göttlinge sind tief mit ihrer Umgebung verbunden, sorgen sich um diejenigen, die in ihrer Nähe wohnen und beschützen sie. Sie wachen über Menschen und Tiere, aber da sie von Natur aus scheue Kreaturen sind, versuchen sie lieber unbemerkt zu bleiben. Göttlinge fühlen sich zu Freude und Unschuld hingezogen, lieben die Gesellschaft von Kindern und zeigen sich deshalb nur den Jüngsten. Diese fleißigen und schlauen Wesen verrichten gerne kleine Dienste für diejenigen, die unter ihrem Schutze stehen und bitten nur um Respekt und Bezahlung in Form von Lebensmitteln oder ausrangiertem Werkzeug. Göttlinge schätzen den Frieden und die Ruhe. Wenn in einem Dorf, über das ein Göttling wacht, irgendwann zu viele Menschen leben oder die Bevölkerung die alten Bräuche vergessen hat, verlässt er seinen Bau für immer und zieht an einen anderen Ort. Hm. Sehr interessant. Also quasi kleine Schutzpatrone. Nett. Oh Gott, ich sehe schon überall lauter Ertrunkene. Hahaha. Hansi, ich weiß, die Ertrunkenen machen dir nichts aus, mir aber schon. Oder greifen die mich nicht an, wenn ich in der Nähe von Hansi bin? Okay, jetzt hockt er sich hin. Besiege die Monster, ja okay. Ich habe ja jetzt eh gerade gespeichert, von daher... Haha, daneben ist dumm, Trottel. Uah, das war dumm. Das war sehr dumm. Ich bin in ihre Mitte gelangt und habe gar keine Anstalten gemacht, rauszugehen. Das war zugegebenermaßen sehr unklug. Und auf ein neues. So. Jetzt werde ich sie erst einmal ein bisschen herlocken. Ah, okay. Sie verlassen dieses spezielle Gebiet gar nicht. Ja, die tauchen auch noch schön ab. Feige Säue. Ich meine, klar, kann man sich doch jetzt auch so ein bisschen sagen. Aber egal. Boah, das war jetzt... Sehr gut. So, dich habe ich jetzt eigentlich im Sack. Okay, nein, doch nicht. Komm her. Sehr schön. Und du bist weg. Wunderbar, einer der Ertrunkenen ist weg. Ach, dammit. Da war der Zauber nicht mehr rechtzeitig bereit. Und schön, wenn er noch versucht wegzulaufen, schön in die Ecke. Jawoll. So, jetzt bist nur noch du übrig, mein Guter. Fuck you, fuck you. Nein. Sehr gut. Boah, halbiert. Sehr gut. Mistviecher. Monsterzahn, Monsterhaar, Monsterleber, Ertrunkenenhirn. Hansi? Bleib dicht bei mir. Oh, okay. War da eine Bienen? Ah, geil! Bienen! Nein, falsch, 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 falsch. Ich wollte da nicht per Faustkampf drauf hauen. Das ist schlecht. Hallo, Bienenwaben. 4 Stück? Ne, 2. Okay. Ah, aber da ist auch direkt ein weiteres Bienennest. Perfekt. Sehr gut. Das gefällt mir doch sehr. 4 Stück. Okay. Zufällig noch weitere. Ja, hier ist Nebel, in den ich mich nicht hineinbegeben sollte. Ja, ich höre jetzt keine weiteren Bienen in der Nähe. Von daher. Moment, diese Pflanze da hinten nehme ich mir noch. Ja. Und weiter. So. Ich
versuche jetzt auch so ein kleines bisschen Augen und Ohren nach Bienenstöcken aufzusperren. Hier also? Ich sehe mich mal um. Ich weiß, ich habe sehr oft Bienennest gesagt, aber sei es drum. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt? Mhm. Okay, und alleine, er kann scheinbar nicht gut genug klettern, muss oder? Muss ich wohl hochklettern. Genau. Oh, freut sich schon total. Ja, klettern. Okay, ups. Ja. Durchsuche das Rabennest. Wow. Dammit. Oh. Fuck. Okay, kann ich auch so drum rumlaufen? Weil ich sehe hier gerade einen Weg, der scheinbar hoch führt. Oder ich kann auch so. Das geht auch. Na also. Damit bin ich dem Ganzen doch schon mal ein ganzes Stück näher gekommen. Dem Ganzen ein ganzes Stück näher gekommen. Ein wunderbarer deutscher Satz. Euch präsentiert von Playchief. So, jetzt aber. Was haben wir hier? Versiegelte Flasche und Rabenfeder. Vielleicht hat er diese Flasche gemeint. Oder die Rabenfeder. Obwohl, ich meine, klar, wie soll eine Rabenfeder jemandem die Stimme zurückgeben? Andererseits, es ist ein Göttling und ich weiß über dieses Volk so ziemlich nichts, zumindest nicht, wie man einem von ihnen die Stimme wiedergeben kann. Von daher, naja. Bitteschön. Hier. Okay, ich gebe automatisch die Flasche her, also wird es die Rabenfeder nicht sein. Dann frage ich mich, wofür wir die Rabenfeder sonst benötigen könnten. Das war ja als Quest-Item markiert. Schnaps, Schlängeln, Ringelflechte, Müll, Hummel, verblüfft! Ach, wie toll das klingt! Peter, Pippel, Pflück, Prinz, Proximo, Pudrig, Pfeffrige, Ponta-Pastinaken! Fertig gefeiert? Er ist schon so, I'm sick of this already. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Lecker, danke. Edler, wer auch immer, lang mögest du leben. Wie? Ich hab dir geholfen. Hilfst du mir auch? Eben, hau jetzt nicht ab. Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher, um Gefallen zu garnieren? Boah. Das klang jetzt sehr geschwollen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du so reden kannst. Okay. Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Hm. Und wenigstens weiß er, dass er verdammt viel redet. Also er ist auf jeden Fall... er ist sich seines Redeschwalls bewusst. Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch, ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling, und hetzten ihre Hunde auf mich. Hm. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Mumen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hätte dir nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Mumen. Die helfen niemandem. Okay. Und einen anderen Vogel hättest du nicht drum bitten können? Aber wahrscheinlich wollte er nicht riskieren, dass ein anderer Vogel wahrscheinlich noch getötet wird, weil er den Raben was klauen wollte. Ich suche nach einer Frau mit aschblondem Haar. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem.
zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach. Sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren. Da hat sie mich wohl nicht gehört. Okay. Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Nee, danke. Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Aha. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Okay. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut, du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Okay. Interessant, man verliert also Stimme oder Leben je nach Laune, wenn man den querkommt. Das ist mal eine interessante Info. Heißt das, du hast irgendetwas angestellt, was ihnen nicht bekommen hat und deshalb deine Stimme verloren? Gut. Dann schauen wir mal. Oh, lauter zerstörte Häuser hier. Momentchen, Momentchen. Kleiner Hansi. Ich sehe hier Häuser. Was? Boah. Zwei. Wie viele sind denn das? Ich sehe jetzt gerade mindestens zwei. Scheiße. Na, okay. Ich folge doch lieber Hansi. Ich kann ja die Hütten hier auch ein anderes Mal erkunden. Oh, ein Wasservibe. Ah, genial. Sehr schön. Noch ein Wasservibe. Hat mir gerade noch gefehlt. Na, komm her. Stirb. Jawoll. Einer weg. Ich liebe die Musik momentan. Das Spiel hat echt Hammermusik. Muss man schon sagen. So, jetzt nur noch das Wasservibe. Okay, nach drei Hieben schlägt sie selber zurück. Das ist schon mal gut zu wissen. Eins, zwei, drei, weg. Eins, zwei, drei, vier, boah. Boah, der hat gesessen. Der hat richtig gesessen. Uff. Ne? Erwischt. Jawoll. Ich liebe dieses Spielchen. Immer so kommen, gehen, kommen, gehen. Ich habe das Gefühl, das verwirrt die Viecher richtig. Finde ich gut. So, Hansi. Let's go. Oh.
Den kann ich noch ein bisschen... Velena Langschwert und Bolzen mit Köder. Aha. Interessant. Gucke ich mir gleich mal an. Im Inventar. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Okay. Der hat Spaß. Ja, wir haben ein Schnellreiseziel gefunden. Perfekt. Das ist doch jetzt ideal. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, weiter machen wir erst im nächsten Part, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wo wir herausfinden werden, was die Leute, was beziehungsweise die Weisen in diesem kleinen Dörfchen über Ciri tatsächlich wissen. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!